Guten Tag, meine Damen und Herren. Im Persischen Golf gibt es offenbar Kriegsvorbereitungen. Das meldet der Internet-Nachrichtendienst DEPKA. So hätte der Iran seine an der nordwestlichen Grenze stationierten Revolutionsgarden in Alarmbereitschaft versetzt. Auf der gegenüberliegenden Seite, dem Gebiet Aserbaidschans, seien israelische und amerikanische Truppen beobachtet worden. Israel soll eine Reihe von Bombern über die Zwischenstation Georgien nach Aserbaidschan gebracht haben. Iranischen Angaben zufolge bewegten sich auf den Straßen Aserbaidschans regelmäßig lange Konvois von Panzern, Infanterie und Flak-Einheiten in Richtung der iranischen Grenze. Daraufhin habe Teheran Soldaten und Ausrüstungen am Kaspischen Meer zusammengezogen. Die USA schickten ebenso Spezialkräfte in das Gebiet. Auch die Bundeswehr ist bei den offiziell als Manöver bezeichneten Truppenbewegungen aktiv. So soll die deutsche Fregatte Hessen im Persischen Golf kreuzen, die in ihrem Einsatz Bestandteil eines Verbandes von 11 Kriegsschiffen sein soll. Angeführt wird diese Armada von US-Flugzeugträger Harry S. Truman. Unterdessen schlägt der CIA Alarm. Dem Fernsehsender ABC sagte CIA-Chef Panetta, der Iran verfüge über genügend niedrig angereichertes Uran für 2 Atombomben. Sollte es das Regime in Teheran darauf anlegen, könnten diese Nuklearwaffen 2012 einsatzbereit sein. Russlands Präsident Medvedev sagte in einer ersten Stellungnahme nach dem G20-Gipfeltreffen im kanadischen Toronto, sollten die Behauptungen der amerikanischen Geheimdienste bestätigt werden, würde dies die Lage deutlich verschärfen. Teheran nannte die Äußerung der CIA psychologische Kriegsführung. Weitere Hintergrundinformationen bei www.cop-online.com. Israel hat iranischen Aktivisten gedroht, falls sie eine neue Flotte mit Lieferungen für den Gazastreifen auf den Weg brächte. Das meldet die Financial Times Deutschland. Iranischen Presseberichten zufolge erwägen iranische Aktivisten und Politiker, an Bord libanesischer Schiffe in das Gebiet zu gelangen. Der israelische Handelsminister Ben Elisa sagte wörtlich, sie werden nicht durchkommen, es sei denn, sie sind bereit, in Ashdod anzulegen. Weiter sagte Ben Elisa der Financial Times Deutschland, das ist eine Reise ohne Rückfahrschein. Sie kommen rein, aber sie kommen nicht mehr heraus. Die amerikanische Stadt Harrisburg ist zahlungsunfähig. Der Leiter des städtischen Rechnungswesens der Hauptstadt von Pennsylvania, Miller, sagte dem Handelsblatt, der einzig sinnvolle Weg aus der Misere ist, das auch formal anzuerkennen und Insolvenz anzumelden. Seit eine Ratingagentur die Bonität der Kommune auf Ramsch heruntergestuft hat, kommt Harrisburg aus der Schuldendebatte nicht mehr heraus. Die Papiere der Stadt rangieren bereits 2 Stufen unter denen der Athener Staatsregierung. Der spanische Minister für Arbeit und Einwanderung, Corbacho, hat eingeräumt, dass die Regierung die Arbeitslosenhilfe in Höhe von 420 Euro ersatzlos streichen will, um das Defizit zu verringern. Auch über die Rentenreform wird nun laut in Spanien nachgedacht. Die Regierung will kurzfristig das Rentenalter von 63 Jahren auf 67 Jahre anheben. Dies soll nach der großen Sommerpause bekannt gegeben werden. Beobachter gehen davon aus, dass derartige Einschnitte einer sozialen Bombe gleichkämen, die den sozialen Frieden stark gefährden könnte. Der Deutsche Presserat sieht eine Beschwerde gegen die Tageszeitung Die Welt als begründet an. Am 3. Februar war auf Welt Online ein Artikel des Weltautors Daniel Pipes unter der Überschrift »Obama sollte den Iran bombardieren« erschienen. Darin sah eine Bloggerin einen besonders eklatanten und abstoßenden Fall von Kriegshetze in einem deutschen Medium und reichte Beschwerde beim Presserat ein. Die Beschwerde sei begründet, teilte der Presserat nun mit und reagierte gegenüber der Welt mit einem Hinweis, der mildesten Maßnahme des Presserats. Soweit die COP-Nachrichten.